Ja, herzlich willkommen in Barcelona. Darf ich meinen neuen Helm aus der RaceNet Herausforderung präsentieren? Das war die zweite Gold-Herausforderung. In Monaco. So, ich schaue nochmal kurz rein vor dem Start, ob das halbwegs passt. Ja, Qualifying war extrem spannend. Da sind wir jetzt nur Zehnter geworden, da auf einmal bei Regen wieder der Computer 2 Sekunden schneller war wie wir. Im Trockenen im zweiten Qualifying waren wir Erster. Und bei Mischverhältnissen im ersten Q, ja, auch gerade so auf Platz 13 gekommen. Also irgendwie im Nassen ist die KI schneller. Gut, ich habe auch das Auto jetzt komplett auf Trocken-Setup eingestellt, muss man auch sagen. Da müsste theoretisch die KI jetzt im Rennen aber auf jeden Fall langsamer sein, wenn sie es auf Regen abgestimmt haben. Denn im Qualifying, wenn man abstimmt, muss man es ja beibehalten, also von dem her. Kontrollieren wir doch nochmal, ob das wirklich nicht geht, nein, alles gesperrt. Tja, Rennstrategie, wie gesagt, lassen wir alles auf normal. Teamkollege, ja, den haben wir klar im Griff. Da müsste man dann theoretisch zum Einserfahrer aufsteigen einmal. Schauen wir, ob uns eh die neuen Weichen hier rauf montiert hat. Nein, hat er nicht. 93, achso, wir sind ja im ersten Ding gewesen. Naja, aber war ja Regenreifen. Was sind die? Habe ich die alle verbraucht? Na egal, die besten nehmen wir mal rauf. Gehen wir auch schon ins Rennen. Wir Gott sei Dank ist trocken. Gott sei Dank ist trocken. Sonst wird es nicht gut aussehen für mich. Ja, Regen ist nicht meine Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist die KI am Konstanten und da habe ich keine Chance. Ja, beide McLaren hier, erster Button von Hamilton, unglaublich. Dann ein Red Bull. Hier unser neuer Helm. Naja. Schauen wir mal, was möglich ist. Aufpassen lässt sich gleich einmal, dass keine Strafe, kein Dreher oder sonst was passiert und immer an die ersten Schmalen immer sehr unten. Sehr gefährlich, da kann man nicht vorbei. Wenn man außer der weißen Linie überholt, kommt gleich die Strafe und so. Gut gemacht, sauberes Überholmanöver. Wegen der Getrockenen müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen besser unterwegs sein. Alonso macht schon Druck hier auf Kimi. Alle aber hier auf Eingreifen unterwegs. Passa hinter uns. Ja, hier ist dann dranbleiben, mit der ist dann vielleicht vorbeigehen am Alonso. Ah, da hinten. Das sieht gut aus. Massa kann da nicht ganz mit. Ah, Vettel da vorne Probleme. Da hat er natürlich sehr auf Regen-Setup gesetzt. Oder was ist da los? Fehlt da ein bisschen das Speed da, Vettel. Massa kommt da plötzlich. Aus dem Nichts. Also hier dranbleiben.
Vorbeigekommen, da dürfen wir Speed haben. Ja, da ist er halt. Ja, nächste Runde Boxenstopp. Eventuell eine Runde länger draußen bleiben.
Ja, das wird zusammenspringen, wenn wir hier direkt in Alonso gewesen wären. Wir sind in Sektor 3, schneller als das Auto vor uns. Da sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. So werden wir wahrscheinlich Pech haben. Ob der Schumacher nicht in unsere DS-Zone hinten reinkommt. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Volle Drehzahl auch noch der Schumacher. Ja, da will ich hier angreifen. Vorne war Box gestoppt, dass ich jetzt drüben schieße. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Schwedende Phase. Da vorne hält einer die ganze Gruppe auf, da. Kommen einfach nicht ran und zwei können sich absetzen. Da sind wir nicht ganz dran an der Spitzengruppe leider. Ja, ich hatte mir den Kopf eigentlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Fehler machen. Also ist zwar dran, nimmt und jetzt greift Alonso, glaube ich, rein können lernen und hat außen überholt. Außen hier in der Anlage. Ja, den brechen wir schön in die Reifen ein, weil wir rein können. Aufpassen, auf hier rutschen schon gut raus. Ja, jetzt riskieren wir es einfach. Weil er meine Runde draußen. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Ja, also Matthias, wir haben nicht gewirkt. Na super. Ja, mein Fehler. Das könnte Key gewesen sein. Für eine Position. Naja, schauen wir mal, ob wir hier... Ja, da will ich aber Glück haben. Man merkt, wenn man anbremst, kommt leicht das Heck leider. Ich hoffe, der arme Reifen ist nicht die eine Runde zu viel zugemutet. Aber die anderen mit den harten, kalten Reifen sind an der ersten Runde eh ein bisschen langsamer. Sehen wir, vielleicht können wir das ausnützen. Ja, Boxen ist nicht so schlecht unterwegs, wie die. Boxenstopp! Rosberg nach vorne, der wird wohl auch jetzt in die Box kommen. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Wenn wir gegen Alonso oder so einen Platz gut fahren können. Ein Achter haben wir vor den Boxenstopps. Und dann zieht Hamilton noch vor uns raus. Vielleicht können wir Rosberg, aber der hat ja auch so wie die kalten Reifen. Das müsste gleich kommen, oder? Wieso? Das war ein Master, da fand ich schon Rosberg, glaube ich. Master hat er auch nicht gut gemacht, aber. Wir haben ein guter Feldstellen. Wo sind die ganzen Gegner? Und da kommt Alonso. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Ja, kann ich mir nicht. Wir haben zwar jetzt ein bisschen was aufgeholt, aber das war genau das, was wir durch den Fehler verloren haben. Weil wir nicht ganz dran waren, sonst hätten wir jetzt Alonso mindestens gehabt. Ja, schade. Dann wird die kalten Reifen jetzt ein bisschen. Minus schreiben mit der Zeit wahrscheinlich. Ja, schade. Ja, das ist wieder ab, oder? Ja, durch den einen Fehler. Oh, wow. Kalt, aufpassen. Wir sollten in den nächsten Runden vielleicht auf Benzingemisch 2 wechseln. Optimal, ja, hat recht. Okay, also dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Ja, jetzt. Irgendwann werden sie aufgehalten. Die beiden sauber das. Alles ist vielleicht mit hart gestartet, das kann sein. Es wird noch die eine oder andere jetzt draußen bleiben, draußen sind. Vielleicht kann ich wieder drauf schließen.
natürlich die nicht vorbeilassen. Mal schauen, ob die jetzt mit DS vorbeikommen. Ich glaube, Petro und Alonso müssen das sein. Naja, wir sind auch leider draußen auf der DS-Zone. Ja, leider. Ja, da sind wir einfach zu langsam. Der Fehler. Wir haben hier vorne bei Petro und Alonso dabei wahrscheinlich. Du machst das klasse, pushen, pushen. Der längere eben noch ein zweiter Boot ist schon so, da wäre noch vielleicht eine Ladung möglich. Ja, durch die beiden nach vorne können wir hier vielleicht ein bisschen aufschließen. Das wird unsere einzige Chance sein. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Ja, wir kommen näher. Nach Rundenzeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Jetzt müssen wir eigentlich noch den DS haben, oder? Doch nicht. 1,095. Ja, verdammt. Gerade nicht. Ja, das wäre zu wichtig gewesen. Ein Hintergrundball sehen wir auch nicht wirklich. Da hat er abgerissen. Da sind drei Fahrer hinter uns. Schumacher und noch ein paar. Wahrscheinlich Wasser. Noch einer, aber Ball ist da weg. Gutes Tempo, gutes Tempo. Sehen wir hier weiter feindlich nah dahinter aber. Volle Rest da unter dem Kollege, aber eindeutig außerhalb von den Punkten. Da ist er zwar in der Nähe, aber nicht dran. Wenn die sauber sind, die wahrscheinlich jetzt genau so schnell sind wie wir. Mit den abgefahrenen harten Reifen jetzt eine Spur langsamer. Ja, wir kommen ran, aber nur zehntelweise, glaube ich. Also das wird eng. Wenn wir hier noch den einen oder anderen Punkt dann noch mitnehmen, dann sind wir wieder nicht in der Ding drin, glaube ich, oder? Das geht sich noch immer nicht ganz aus. Oder mit Spielkrieg? Nein, noch immer nicht. Verdammt. Ja, sogar verloren, 1,4. 3 Zehntel verloren hier. Ja, wo wir schneller waren. Platz 7 bei riskieren dürfen wir jetzt auch nicht wirklich viel. Der Schumacher hat noch ein bisschen Abstand nach hinten. Ja, die haben wir Abstand gewonnen eigentlich nach hinten. Massa und Schumacher zum Glück. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Wieder volle Drehzahl, ein paar Alonso. Bringt ihm jetzt zwar nicht wirklich viel, wenn er da mehr oder weniger im Verkehr steckt, aber... Er wird schon wissen, was er tut. Gut, push weiter. Mit dem Stefan und Dominicali wohl das richtige Taktik gesagt haben, Alonso. Nein, glaube ich auch nicht, voll durch, weil es nicht gehen wird. Wenn wir da im Sand draußen hängen bleiben, ist alles vorbei. Wir werden jetzt mal das Gas nutzen hier. Wo die Messlinie eigentlich ist, da vorne. Aber es ist die da, nein, dieses, glaube ich. Jetzt könnte man drin sein. Jetzt könnten wir drin sein einmal, wird der S, dass man hier vielleicht einmal will rankommen, der auch was. Ja, wir kommen schon nicht sowieso nicht drin, der Grenze, oder? Ja, okay, viel hat nicht gebraucht. Ja, jetzt dreht es halt schön ausgedreht. Wir kommen hier, aber die jetzt in die Box fahren, die werden jetzt demnächst reinfahren. 6 Runden sind wir gefahren. Ja, da wird er jetzt dann reinfahren, Freunde. Dann werden sie weg sein, Petro und Alonso, glaube ich.
Boah, da kommt schon das Heck. Ja, wir sind ja absolut am Limit. Petro fährt auch schon ein bisschen Kampflinie. Hat aber keine Chance gegen Sauber anscheinend. Ja, durch den leichten Verzug hier von Petro ist der Lanz auch ein bisschen nervös geworden und wir sind schon dran. Ja, da müssen wir erst einmal vorbeikommen. Das ist die nächste Sache. Ja, schlecht durchgefahren. Ja, aber ganz klar mit der Lanz hat den Antrieb auch noch verlieren. Ja, auch ganz fatal, aber hier natürlich wäre die perfekte Überholmöglichkeit. Okay, nichts riskieren. Ja, jetzt voll mit Herz raus hier. Alonso fährt schon Kampflinie. Ja, doch, der ist. Nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt wollen die Eisen riskieren. Ja, das ist war ein großartiges Manöver. Nahezu perfekt gemacht. Ja, da war auch der Ingenieur zufrieden. Ah, da kommt er schon wieder. Jetzt muss man aufpassen. Fahrt das sauber nicht in die Box, verstehe ich nicht. Ja, spätestens jetzt müssen wir rein, glaube ich. Vorne ist, glaube ich, Rosberg, oder? Der hat auch nicht so wirklich das war vorne, aber hat mich nicht so gut irgendwie. Ja, leicht Korrektur, weil man schneller drauf ist, als man glaubt. Na, das dauert jetzt nicht, Alonso. Ja, hier leichte Konfusion her, Kobayashi. Und auch Beinhardt ausnützen und Vettel hier. Beinhardt abgezogen. Ja, unglaublich. Sehr gut gefahren. Schlecht von Vettel. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Er fährt nicht in die Box, Kobayashi. Das gibt's ja nicht. Da haben wir generell beim Boxenstopp. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Um Gottes Willen, was... Uiuiuiui, was macht da Rosberg auf der Geraden? Ich bin auf Platz 5. Das ist sensationell. Ja, wieder das Leck drin hier. Ja, die Beine sauber hier mit einer Top-Leistung, so wie letztens in Suzuka. Auf der Fähre, die draußen drin hat, und der Speed war top auch im Rennen. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Ja, nein, doch nicht das hier. Es ist ein bisschen zu riskant hier anzugreifen. Ivo Klock hier zu überrunden, bitte nicht im Weg stehen. Ja, ist ein Schaufel, wir sind schon viertmal. Ja, ich glaub's ja gar nicht. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kern noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. Jetzt sind wir schon hinter Hamilton, der da vorne auch die schnellste Runde gefahren ist. Nein, Perez, Verzeihung, aber das ist das Treppchen. Vorne das Treppchen, sensationell, das gibt's ja gar nicht. Der Reifenspeeder wäre mir jetzt sicher nicht so weit vorne gewesen, aber durch die Probleme, die sie immer hatten, die sie sich gegenseitig quasi zugefügt haben. Mit 10 optimal, ja, das müsste gehen. Ja, durch die Probleme hat uns mehr oder weniger noch vorgespult, auch hat es nicht geübt natürlich, aber wir machen zu. Da ist die Kiel leider noch nicht ganz ausgereift. Wir werden jetzt gleich sehen, wäre es hier nicht so leicht sein, einzuholen.
Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. Ja, 2 Sekunden. Sie glauben nicht, dass er jetzt schon mal drin. Ja, sowas würde ich mir gerne die Wiederholung anschauen, wieder mal. Habe ich schon mal erzählt. Schauen, was hier die beiden Zauber sind, wo die gestanden sind, wie sie gefahren sind. Das würde mich interessieren, geht aber nicht, weil wir von der eigenen Gruppe was reden sind. Gut, wir können jetzt mal den Start bauen, dann können wir mal schauen, wo sie wieder gestanden sind. Ja gut, die Reifen ist klar, die Beine, aber wie die da so weit nach vorne gekommen sind, das habe ich noch nicht gut gesehen. Ich habe gar nicht gestartet, ich habe ganz angeschaut. Ich werde, glaube ich, dann übersehen. Aber unterm Strich, Top Leistung und sauber, muss man sagen. Ja, 2 Runden noch. Wer der 5. oder besser erreicht, das ist die komische Zielvorgabe immer. Polyrester, ja, 13. Ja, muss man unter den Strich zufrieden sein. Glückwunsch! Ein hochverdienter 4. Platz! Kobayashi aus 5. gestartet. Und Perez aus 9. Perez ist aber sehr gut gefahren. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, das ist einfach die Startaufstellung. Gar nicht genug angeschaut hier. Vettel von 3 gestartet, der ist dann ein bisschen zurück, auch Alonso auf die 7. Beide sauber hier, quasi top unterwegs. Massa noch auf der 9. Alonso, ja, hier Schumacher, Massa, dann Räikkönen, das ist mehr oder weniger dran geblieben. Rosberg 11. von der 7 weg, ja, ein bisschen der Verlierer von den Rennen. Nebenbei auch Teamkollege hier 13. Mark Webber nur 14. von Startplatz 15 aus, ganz schlecht, muss man sagen, von Mark Webber, diese Leistung. Dieses Mal Grosjean auch keine gute Leistung. Ah, Madrid und Williams hat den Ball nicht gelegen. Und Bruno Senna ist ausgefallen, von der 12 weg, mit Aussicht auf Punkten. Ja, Mark Webber, da hat er Punkte liegen lassen, jetzt sind Hamilton und wir dran an ihm.
Ja, wir waren eigentlich nur um Platz 8 herum. Ich habe da nicht mehr gerechnet, dass wir hier noch auf Platz 4 vorfahren. Nicht schlecht, muss ich sagen. Dritter Interkonstrukteur Weltmeisterschaft, Dieter Red Bull und Mercedes. Da werden wir wohl keine Chance haben. Das wird wohl zu gut sein. So. Nochmal das Feld zu sehen beim Recent Event. Da sind alle zufrieden. Ja, alle zufrieden. Gespannt, ob man noch hier einen Rivalen oder irgendwas aussuchen müsste. So, Bernie Baum glücklich über Erfolg gegen Teamkollegen. Wir von hier, Bernie Baum wird heute ein besonderer Tag, denn er konnte im Teamkollegen Valtteri Rester ausstechen. Für viele mag ein Sieg gegen den Kollegen nur als kleiner Erfolg gelten, aber für einen Formel 1-Fahrer zählt dies zu den wichtigsten Zielen in einem Rennwochenende. Das ist richtig. An einem Rennwochenende. Strategie zahlt sich für Hamilton aus. Wir haben gestern am Ausgeben auf dem Fahrer in Katalonien hatte heiß umkämpften Rennen, konnte Hamilton den Rennfeld dank einer perfekten Strategie das gelassen. Ja, das wissen wir nicht. Ja, die Reifen sind jedes Mal kein Problem, okay. So, die EB-Punkte, Rang 3. Okay. Noch immer Fahrer 2, aber das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. So, gehen wir mal kurz in die E-Mails rein. Ja, das ist nur die Info. 5:0 gegen Valtteri Rester quasi. Renndaten sind auch nicht so interessant. Problem mit Reifenverschleiß ist jetzt auch nicht. So, Monaco als nächster. Wir haben gerade den Abschnitt gegen den Kollegen in den ersten 5 Rennen analysiert. Gute Nachricht, momentan hast du im Team deinen Duell die Nase vorn. Wenn du weiterhin solche Leistungen ablieferst, mache ich mir keinerlei Sorgen, dass du auch am Ende der Saison vor Valtteri Rester stehen wirst. Ja, das finde ich gut, dass ihm das gefällt, aber wie schaut es aus mit Einserfahrer so, oder? Ja gut, das ist ja eigentlich während der Saison auch in echt nicht wirklich der Fall, oder? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, traditionell noch die Streckeninfo jetzt von Monaco. Hier ein Diamant. Ich glaube, das bedeutet oben das Zahnrad noch, bedeutet glaube ich ein Entwicklungsziel und F und E, glaube ich, für die Entwicklung. Haben auch geschafft im Training und dann haben uns im Qualifying wieder gesagt, das neue Teil funktioniert wieder nicht. Da ist eine aggressive Entwicklung im Gange anscheinend. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beeinflussen kann, ob man das normal oder aggressiv oder wie auch immer machen kann, die Entwicklung, aber das Teil funktioniert wieder nicht leider. Das ist natürlich auch ein Nachteil dann über die Saison vielleicht, wenn das hier bei den anderen Teams entwickeln gibt und bei uns dann übers Risiko dann nicht. Könnte sein, dass hier in Barcelona schon ein bisschen ausschlaggebend war, dass wir hier ein bisschen weniger Grip dann unter den Strich gehabt haben. Aber gut, dass der Diamant heißt, glaube ich, irgendwie ein besonderer Event und fürs Team und überhaupt. Okay, so. Eine Runde in Monaco. Nirgendwo sonst in der Formel 1 ist mehr Verkehr auf der Strecke. Aus der letzten Kurve so sauber wie möglich auf die Gerade. DRS und KERS sind verfügbar bis Kurve 1. Es holpert beim Anbremsen und die Schatten irritieren. Ja. Vorsicht vor den Curbs und der Leitplanke am Ausgang. Höhere Vorgaben von den Teams. Jetzt bergauf Richtung Kurve 3. Links schneiden, rechts schneiden, ganz innen bleiben, nicht so viel untersteuern, damit du in der Rechtskurve die perfekte Linie hast. Rote Reifen auch hier noch zu sehen. Auf der Bergabpassage bleibt gern das rechte Vorderrad stehen, da es in Kurve 5 in der Luft hängt. Runter Richtung Haarnadel. Erster Gang. So weit wie möglich innen halten. Sieh zu, dass das Auto vor der Rechtskurve wieder gerade ist und nimm die Curbs auf der rechten Seite mit. Jetzt die Rechtskurve vor dem Tunnel. Das Licht ändert sich. Vollgas durch den Tunnel. Schneide den Scheitel, lass das Auto nach außen kommen. Jetzt wieder Tageslicht. Anbremsen bei der 100-Meter-Marke. Wirf das Auto nach links, dann nach rechts durch die Schikane, dann rechts halten und so nah wie möglich an die Leitplanke, bevor du wieder nach links einlenkst und die ganze Streckenbreite nutzt. Am Schwimmbad links und wieder rechts, gerade anbremsen, so nah wie möglich an die rechte Leitplanke und am Ausgang links über die Curbs. Jetzt in die berüchtigte Doppel-Rechtskurve Raskas.
Am Ausgang muss das Auto unbedingt gerade sein vor der letzten Kurve. Nicht zu weit auf die Curbs am Ausgang. Und das war eine Runde in Monaco. Ja, das war eine Runde in Monaco. Ein kleines Busterstückchen für das Rennen. Was dann kommt als nächster? Ja, es ist ein Saison-Highlight. Die Zielvorgaben sind hier speziell dann gegeben vom Team anscheinend. Mit dem Diamanten dann in Großbritannien. Glaube ich auch, hier oben sieht man es, weil glaube ich das Team dort beheimatet ist oder so. Deutschland ist auch noch ein Rufzeichen dabei. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Hier kommt eine Runde auf dem Hockenheimring. Rein in Kurve 1, fahr sie ganz das links. Team prüft einen Status. Da könnte es passieren, dass man zum Einzelfahrer aufsteigen, wenn das Team einen Status prüft. Das könnte durchaus passieren. Und wie schaut das Wetter aus? Bewölkt, Samstag und Sonntag. Eieiei, hoffentlich kein Regen. Ziele Qualifying 6 und Rennen 3. Na, das ist aber doch hier mit, wir mit Force India doch ein bisschen, schon ein bisschen hochgegriffen, oder? Gut, ich schaue natürlich auf meine aktuelle Position, deswegen wird das da wahrscheinlich ein bisschen hochgerechnet. Egal, ich sage mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in Monaco zu einem der Saison-Highlights vom Team heuer gesehen. Aber auch sicher von den Strecken her, das ist ganz speziell Monaco. Aber gibt natürlich auch nur 25 Punkte. Ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen und bis bald.